Hallo zusammen, ich bin Lisa und ich möchte euch heute gerne in diesem Video von den Büchern erzählen, die ich im Januar 2021 gelesen habe. Und ich muss an dieser Stelle vorwegnehmen, dass ich maßlos begeistert bin oder stolz bin wie Oscar, weil ich glaube, ich habe noch nie so viele Bücher in einem Monat gelesen, seit ich studiere. Das ist ein bisschen traurig, wahrscheinlich wird der ein oder andere jetzt lächeln, wenn er so meinen kleinen Stapel sieht, aber ich persönlich bin einfach richtig froh, weil ich wieder gemerkt habe, dass ich so ein bisschen wieder in diesen Lesefluss gekommen bin und dass ich richtig Spaß hatte, am Ende des Monats zu sehen, boah, die tolle Geschichte habe ich gelesen und die habe ich auch kennengelernt und es ist einfach ein schönes Gefühl. Hinzu kommt, dass auch ich einen unglaublich großen Sub habe, wenn ich mal ehrlich bin, ich habe das nie gezählt. Mein Freund hat schon das ein oder andere Mal gesagt, dass ich das machen sollte. Ja, um mein Kaufverhalten vielleicht etwas einzugrenzen oder zu beschränken. Aber das ist ein anderes Projekt, das werde ich jetzt noch nicht in Angriff nehmen. Ich freue mich jetzt auf jeden Fall erstmal, dass ich so viele coole Bücher diesen Monat hatte und bin gespannt, was ihr dazu sagt. Auf jeden Fall wieder mal die Frage vorneweg, was war euer Monatshighlight? Ich glaube, meins ist relativ eindeutig, aber das schauen wir jetzt nochmal. Ich lasse jetzt mit euch quasi nochmal den Monat Revue passieren. Das erste Buch habe ich tatsächlich rezensiert. Es war auch ein Rezensionsexemplar, deswegen war mir das auch sehr wichtig, dass da die Rezension sehr zeitig kommt. Ich werde demnach auch nicht so viel mehr zum Inhalt sagen. Es geht um Normale Menschen von Sally Rooney. Ich habe nur noch den Schutzumschlag, warum, sage ich gleich. Jedenfalls geht es hier um eine unkonventionelle Liebesgeschichte zwischen Marianne und Connell. Die beiden kennen sich seit der Schulzeit und haben so eine Art On-Off-Beziehung. Und wir begleiten diese beiden jungen Menschen im Laufe der Jahre, also von der Schulzeit bis hin ins Studium, und es ist sehr spannend gemacht, weil wir wirklich immer nah dran sind. Wir sind immer am Ball, wir kriegen mit, wie ist die Beziehung der beiden, wie verändert sie sich, wie gehen sie miteinander um, wie gehen sie generell mit Problemen um, die sich im Laufe der Zeit ergeben. Auch so Themen wie Selbstliebe zum Beispiel ist hier indirekt angesprochen und so weiter und so fort. Also wer sich denkt, ich würde gerne mehr dazu hören, dann guckt super gerne mal meine Rezension dazu an, würde mich sehr freuen. Und ansonsten kann ich wirklich nur sagen, ich fürchte, das war schon mein Monatshighlight. Also der Monat hat so gut gestartet, ich hätte es gar nicht gedacht. Ich habe das Buch innerhalb von 2 Tagen weggesuchtet, nachts bis 4 Uhr morgens. Ich musste es weiterlesen. Das Buch tatsächlich hat bei mir aber auch sehr krass die Stimmung nicht gehoben, sondern eher gesenkt. Es war so, dass ich so intensiv mit dabei war und die Geschichte, würde ich jetzt mal vorsichtig sagen, ist schon so ein bisschen von Lethargie durchzogen oder schwermütig, und das habe ich total angenommen, weil ich einfach jemand bin, der sehr schnell sich Gefühle quasi nicht aufzwingen lässt, aber sie übernimmt, und ich bin demnach, würde ich auch sagen, inzwischen sehr nah am Wasser gebaut. Das ist noch schlimmer geworden mit der Zeit. Also als ich mit YouTube angefangen habe, war das nicht so, würde ich jetzt mal behaupten. Also jedenfalls hatte ich extrem auch Redebedarf über diese Geschichte und ich habe mir dann gedacht, ich leihe es einfach direkt einem sehr guten Freund von mir aus. Liebe Grüße an der Stelle, falls du das Video siehst. Und ich bin sehr gespannt, was er dazu sagt, weil ich nach wie vor noch nicht so ganz quasi fertig bin mit der Geschichte. Also ich denke, ich werde das auch irgendwann nochmal lesen müssen. Vor allem, weil ich sehr interessant finde, dass es, ohne mich jetzt zu weit aus dem Fenster lehnen zu wollen, auf meine Generation, also so die 90er, zugeschnitten ist. Und ja, so viel also zu Normale Menschen von Sally Rooney. Eine ganz große Empfehlung. Kein Buch, in das man sich reinfällen lässt und sich mitverliebt, sondern eher das Gegenteil. So ein bisschen nachdenklich und Trübsalblasen. Heißt das Trübsal? Also, zum 300. Mal, Sally Rooney war mein erstes Buch. Es ging dann tatsächlich weiter mit etwas weniger herzerwärmenden, und zwar Engel im Schnee von Stuart O'Nan. Diese Geschichte habe ich von meiner Mutter mal bekommen. Es geht um einen Protagonisten, der in einer kleinen Stadt in den USA lebt, und er erzählt von einem traumatischen Ereignis, das sich in seiner kleinen Stadt eben ereignet hat und das ihn wirklich bis ins Erwachsenenalter beschäftigt. Und das Ganze ist so ein bisschen in medias res gestartet, also wir fangen wirklich einfach irgendwo in der Mitte an. Ich lese da gleich nochmal 2 Sätze vor. Und
dann wird so langsam von hinten aufgerollt, was denn da passiert ist. Und wir folgen da einerseits dem Protagonisten, allerdings auch einer Familie aus dem Ort. Und ich finde, gerade bei dieser Geschichte merkt man das wieder. Es ist so eine Kleinstadt, wo jeder jeden kennt und wo auch jeder, ohne es zu wollen, vom anderen Bescheid weiß, wie es bei ihm gerade im Leben aussieht. Man kennt die Gerüchteküche, beziehungsweise die Gerüchteküche brodelt. Ja, also auch hier wieder eine sehr schwermütige Geschichte, die in einem super interessanten Setting spielt. Also es passt oder hat bis vor kurzem noch gepasst. Es liegt unglaublich viel Schnee und unter dieser Schneedecke, da lauert so einiges. Das kommt dabei raus, wenn ich versuche, in Metaphern zu reden. Naja, jedenfalls spielt das Ganze auch nicht in der heutigen Zeit, sondern in den 70ern. Und ich lese jetzt einfach mal den ersten Satz vor und einen Satz auf der dritten Seite, dann bekommt ihr so einen Einblick, in was man da reingeworfen wird. In dem Herbst, als mein Vater fortging, spielte ich in der Band in der Mitte der zweiten Posaunenreihe, weil ich Anfänger war. Also wir merken hier, ganz normal, aus dem Leben gegriffene Informationen, direkt verknüpft damit, mein Vater ging. Also offensichtlich geht es hier um das Thema Scheidung zum Beispiel. Also nicht nur um Scheidung, sondern generell um Liebesbeziehungen oder um Beziehungen. Und dann auf der dritten Seite, was wir da gehört hatten, war, wie jemand umgebracht worden war. Jemand, den die meisten von uns, wenn auch nur flüchtig, kannten. Ja, da würde ich sagen, ist man spätestens doch in der Geschichte, beziehungsweise will wissen, was ist da passiert. Und davon lebt die Geschichte wirklich auch, also dass wir peu à peu eben zugeworfen bekommen, was hier passiert. Ich muss gestehen, es war nicht so unvorhersehbar. Also ab einem gewissen Punkt habe ich mir gedacht, das muss so gewesen sein. Und so war es dann letztlich auch. Also es ist kein Thriller in dem Sinne. Es geht hier wirklich eher um dieses Porträtieren der Menschen, ihrer Probleme. Was haben die da geschrieben? Menschliche Ohnmacht und Unzulänglichkeit, aber auch Armut und Perspektivlosigkeit sind die treibenden Kräfte dieses bewegenden Romans. Onan, okay, das lasse ich weg. Sonst habt ihr direkt hier einen kleinen Spoiler drin. Ja, also ich kann das auf jeden Fall empfehlen. Es ist aber keine nette Sommerlektüre. Eher wenn... Ja, ich weiß nicht. Wenn ihr euch schnell von sowas beeinflussen lasst, stimmungsmäßig, und ihr fühlt, ist das nicht der richtige Zeitpunkt für sowas, dann lest das auch nicht. Das habe ich jetzt endlich für mich gelernt. Ich habe früher wirklich auch Bücher gelesen, die mir nicht gut getan haben. Um ein Beispiel zu nennen, Ein wenig Leben. Wollte ich unbedingt lesen, ist total gehypt worden. Ich habe es abgebrochen, weil ich es emotional nicht geschafft habe. Es war so schlimm, es war so bedrückend und das Buch kommt dabei weitem nicht dran. Aber deswegen hier der kleine Reminder. Falls ihr auch sensibler seid, überlegt euch gut, wollt ihr solche Geschichten lesen, weil sie manchmal doch einen sehr stark runterziehen können. Ja, so viel also zu Engel im Schnee von Stuart Onan. Von dem habe ich noch ein anderes Buch hier. Der hat relativ viel geschrieben. Vielleicht habt ihr auch schon mal was von dem gehört. Und ja, war auf jeden Fall eine gute Anschlusslektüre. Ich bin also in diesem Genre geblieben, Belletristik bzw. menschliche Abgründe. Dann gab es einen kurzen Snack für zwischendurch. Die Schachnovelle von Stefan Zweig war eines unserer Buchclub-Bücher und ich persönlich habe das nie vorher gelesen, obwohl man eigentlich, wenn man Deutsch studiert oder den Deutsch-Ecke hat, doch gar nicht drum herum kommt. Zumindest haben sehr viele gelesen, nur ich nicht. Und ja, ich muss sagen, ich fand es gut, ich fand es super interessant gemacht. Ich bin auch gespannt, ich habe gesehen, es ist verfilmt worden, es sollte jetzt dieses Jahr, glaube ich, rauskommen. Ich glaube, eine deutsche Verfilmung tatsächlich. Ist ja auch von einem deutschsprachigen Autor. Und worum geht's? Es geht im Grunde um einen Protagonisten, der eine Schifffahrt macht. Ich glaube nach Brasilien oder irgendwie sowas. Und auf diesem Schiff soll der Schachweltmeister sein. Ich glaube, es war der Weltmeister. Auf jeden Fall jemand, der super begnadet Schach spielt, um den sich so ein bisschen Gerüchte ranken. Und er hat vor, diesen Schachspieler kennenzulernen. Und irgendwie gesellt sich dann um ihn herum ein Trupp und die wollen alle diesen Schachspieler mal treffen und ihn herausfordern. Und das ist so der erste Impuls und dass daraus dann eine viel tiefer gehende Geschichte erwächst, das sage ich euch jetzt mit diesem Satz. Nee, also das ahnt man zu Beginn einfach noch gar nicht. Und es geht auch wirklich in eine Richtung, die man mit diesem Thema Schach und diesem Reisen nicht wirklich in Verbindung bringt. Und deswegen möchte ich das auch gar nicht erwähnen. Diejenigen, die das nicht gelesen haben, die können das für sich entdecken. Das ist wirklich nicht viel, also 80 Seiten grob. Interessant konzipiert auf jeden Fall. Und ich glaube, wenn man noch mehr Sekundärliteratur dazu liest, dann ist das noch interessanter. Wir haben natürlich drüber gesprochen im Buchclub, aber tatsächlich wird es jetzt nicht mein Lieblingswerk. Ja,
So viel dazu. Es war aber auf jeden Fall gut, dass ich es mal gelesen habe. Ich bin immer so ein Fan davon. Ich will wissen, wovon die Leute reden. Und jetzt kann ich auch endlich wissen, wenn die Schachnovelle besprochen wird, da kann ich das ein bisschen einordnen. Und lustigerweise habe ich das kurz, nachdem ich das Damen-Gambit oder Gambit gesehen habe, gelesen. Und ich fand den, oder die Serie, nicht den Film, fand ich sehr interessant und gut gemacht. Es ist jetzt aber nicht meine Lieblingsserie. Also ich bin nicht Fraktion, ich muss das total hypen. Da gibt es andere, die mich mehr catchen. Aber zum Beispiel mein Freund, der fand das mega, mega gut. Jetzt einen Roman, den ich super lange irgendwie nicht beendet habe. Ich habe immer mal wieder ein bisschen gelesen, dann habe ich pausiert, dann wieder ein bisschen. Und ich bin echt froh, dass ich es jetzt geschafft habe. Und zwar La Passe Miroir, Livre 1, also Les Fiancés de l'Hiver. Ich weiß gerade gar nicht, wie das auf Deutsch heißt. Ich glaube auch Die Verlobten des Winters, irgendwie sowas. Geschrieben von Christelle Darbo. Hier geht es um Ophélie oder Ophelia, ich weiß nicht, ob man es eingedeutscht hat, die aus einer Welt kommt, die, ich würde mal sagen, sehr fantasy-lastig ist, beziehungsweise die aber auch in der Zukunft zu spielen scheint. Wir erfahren, es gibt so die alte Welt, die unserer sehr ähnelt. Und sie hat eine sehr besondere Gabe, sie ist eine Liseuse, also sie kann Dinge lesen. Zum Beispiel, wenn sie jetzt hier so ein Buch in der Hand hätte, dann könnte sie jetzt erzählen, was ist diesem Buch widerfahren, wer hat das schon gelesen, war es vielleicht dabei, als es einen Monsun gab und so weiter und so fort. Also eine super spannende Idee. Und die Geschichte beginnt aber damit, dass sie verheiratet wird. Und zwar an jemanden, der ganz anders aufgewachsen ist, als sie von einer ganz anderen Welt kommt. Man könnte sagen, das Ganze ist so ein bisschen planetenmäßig aufgeteilt. Na, das ist eher der falsche Eindruck, aber... Ja, es gibt schon verschiedene, auch nicht Kontinente. Ich kann es auch nicht gut übersetzen, weil ich ja natürlich die französischen Wörter jetzt im Kopf habe. Jedenfalls, den Kerl, den sie heiratet, der ist nicht sehr sympathisch auf den ersten Blick. Und er ist so anders als sie und die Welt, aus der er stammt, ist auch ganz anders als die Welt, die Ophélie kennt. Also es ist alles sehr rau, kalt. Man hört es ja schon, ja, also die Verlobten des Winters, da wo sie hingeht, ist es kalt. Und es wird viel mit Metaphern aber gearbeitet. Und was ich mal hervorheben muss, ich würde das super gerne wissen, wie das im Deutschen gelöst wurde. Was wir hier sehen, ist eine Citaciel. Cita, also Cita von Zitadelle und Ciel von Himmel, also übersetzt. Deswegen also mega cool die Idee, weil das Ganze halt auch im Himmel schwebt. Und da würde ich mich direkt mal eigentlich gerne informieren, habe ich nur noch nicht... Vielleicht kann mir das einer von euch sagen. Wie wird das im Deutschen übersetzt? Heißt das wirklich Citaciel? Also das ist mir 2-3 Mal hier passiert, dass es wirklich richtig coole Wortschöpfungen gab. Und ich hoffe, dass das im Deutschen auch so gelesen würde, weil das einfach dann nochmal Spaß macht, mehr diese Geschichte zu entdecken. Da steckt auf jeden Fall super viel Fantasy drin. Und ich glaube, Ophélie, also ich weiß nicht, ich bin nicht so ganz mit ihr warm geworden, wenn ich ehrlich bin. Aber ich glaube, für die meisten dürfte Ophélie wirklich so ein Liebling werden. Denn Ophélie ist nicht so dieses klischeehafte... Dystopien, Fantasy-Roman-Mädchen, sondern sie ist so ein bisschen, entspricht nicht dem Schönheitsideal, ist schüchtern und trotzdem setzt sie ihren Willen durch, beziehungsweise sie ist einfach total schlau und sie durchblickt Sachen und ist auch gewillt nachzuforschen und sich für die Leute, die sie mag, einzusetzen. Und am Ende hat die Geschichte dann auch noch mal ein bisschen Fahrt aufgenommen. Ich würde sagen, jetzt geht's richtig die Geschichte los. Hier war erstmal so alles kennenlernen, entdecken, wer ist wer, wem kann ich trauen, wem nicht. Und jetzt im zweiten Teil, denke ich, geht es dann noch mehr um die Beziehung zum Beispiel, die sie zu diesem wunderbar netten Typ, der am Pol wohnt. Also wirklich, man kann sich das Nordpol so vorstellen. Ja, um diesen, würde ich dann sagen, geht es noch mehr. Übrigens kann sie nicht nur Sachen lesen, sondern La Passe Miroir, das heißt... Die Spiegel durchquert. Sie kann den Spiegel nutzen als Reiseportal. Wie cool ist das bitte? Also an sich finde ich, ist die super toll, die Idee. Ich weiß auch nicht, warum ich nicht ganz reingekommen bin. Vielleicht lag es wirklich daran, dass ich es auf Französisch gelesen habe und dann immer wieder es mal zur Seite gelesen habe. Es war jetzt auch nicht brutal schwer. Also ich glaube, wer so B1, B2 hat, vielleicht eher B2, der kann das lesen. Aber ja, es ist bis jetzt noch nicht ganz mein... Ich bin noch nicht so ganz drin. Ich kann euch nicht sagen, warum. Keine rationale Erklärung. Wir haben es fast geschafft.
Es geht direkt weiter mit einem französischen Werk, das man auch auf Deutsch lesen kann, und zwar von Michel Houellebecq, Soumission, also Unterwerfung zu Deutsch. Auch ein Buch, was wir im Buchclub gelesen haben. Tatsächlich war ich der Schurke, der das reingeworfen hat. Es geht hier um einen Französisch-Dozenten, Professor in Frankreich, in Paris, gibt es noch mehr Präpositionen, der in Frankreich lebt, und zwar im Jahr 2022. Und was das Ganze so skandalös macht, ist, dass zu der Zeit sehr starke politische Unruhen gibt und letztlich sich eine Partei durchsetzt, und zwar die muslimische Partei mit dem muslimischen Politiker Mohammed Ben Ab oder Abbes, das habe ich ehrlich gesagt nicht ganz geblickt, wie ich den hier aussprechen soll. Jedenfalls geht es im Grunde um die Islamisierung Frankreichs und welche Konsequenzen das bedeutet und wie das Ganze eingefädelt wird. Das ist schon sehr politiklastig und ja, ich glaube, darüber könnte man wirklich eine Abhandlung schreiben, hat bestimmt auch irgendwer gemacht. Es ist ein sehr komplexes Buch, es war ein super kontroverses Buch. Ich habe mir so viel markiert. Ich muss sagen, am Anfang war es richtig spannend. Es hatte schon so ein bisschen dystopische Züge, weil man eben diese politischen Unruhen auch sieht. Es gibt Tote. Und dann wird das wirklich total, nicht abstrakt, aber sehr politiklastig. Ja, letzten Endes muss ich sagen, ich bin auch wieder hier froh, dass ich es gelesen habe. Ich glaube auch, wenn man Französisch studiert, dann sollte man sich mal einen Houellebecq angeschaut haben. Gerade Soumission hat ja eine super interessante Hintergrundgeschichte. Wer erinnert sich noch, als 2015 Charlie Hebdo angegriffen wurde von Terroristen? In diesem Zuge oder zu dieser Zeit sollte auch Soumission erscheinen. Ich meine, man hat das verschoben, aber ich glaube, man hat es dann doch gemacht, obwohl, steht eigentlich hinten drin. Wo ist es denn? Am 7. Januar 2015 wird in Paris die Redaktion der Satirezeitschrift Charlie Hebdo von islamistischen Terroristen überfallen, welche mehrere Redakteure erschießen, unter ihnen einen Freund Houellebecqs. Am selben Tag erscheint in makabrer Koinzidenz sein Roman Soumission. Ja, also nee, es wurde nicht verschoben. Es ist aber wirklich sehr interessant, sehr bizarr gewesen, dass diese beiden Dinge zur selben Zeit passiert sind. Ja, jedenfalls ein sehr besonderer Roman, der nicht ganz einfach ist, würde ich sagen. Es gibt ja auch sehr viele Querverweise, also wirklich durch die Literatur hinweg. Vor allem auch auf einen französischen Autor. Ich glaube, man sagt Usmont. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Ich glaube, das muss ich nochmal meinen französischen Kontakt fragen. Ja. Auf jeden Fall war es sehr beklemmend, teilweise diese Geschichte zu lesen, weil man einfach sieht, wie krass Politik den Alltag einschränken kann. Und in diesem Szenario ist es wirklich erschreckend, vor allem für Frauen. Wenn man als Frau diese Geschichte liest, also mir ging es so, ich hatte ein Kloß im Hals, denn die Stellung der Frau wird wieder sehr reduziert. All das, was man gerade erreicht hat und noch am Erreichen ist tatsächlich, all das wird rückgängig gemacht, also... Ja, und ich glaube auch, dass das hier, also das steht auch drin, es ist keine Kritik am Islam an sich, sondern der Islam wird hier vielleicht auch so ein bisschen stellen- oder platzhaltermäßig benutzt. Es geht um Religion insgesamt. Es geht aber natürlich trotzdem auch so ein bisschen um den Islam, weil der Islam eine ganz andere, oder ich sag mal ganz vorsichtig, eine andere Geschichte und einen anderen Stellenwert in der Gesellschaft hat in Frankreich als bei uns. Und aber darüber reden wir vielleicht ein andermal, wenn das irgendwen interessiert. Jedenfalls, Soumission, ich bin froh, dass ich es gelesen habe, aber schwieriges Buch, finde ich. Was ich aber auf jeden Fall empfehlen kann, ist diese Ausgabe, wenn man es auf Französisch lesen will, dann nehmt die Reklam-Ausgabe, die ist super toll gemacht. Man hat immer unten Annotationen bzw. Übersetzungen, hinten hat man dann noch so ein bisschen Analyse mit drin, finde ich super toll. Hat auf jeden Fall geholfen beim Lesen und dann auch bei der Interpretation. Und ja, Empfehlung. Ich bin ein riesen Reklam-Fan. Nicht gesponsert. Und das letzte Buch ist Wir, utopischer Roman von Jewgeni Samatjin. Und jetzt frage ich mal ganz ehrlich, hat irgendwer schon mal von diesem Roman gehört? Ich nämlich nicht. Und ich würde behaupten, ich bin relativ bewandert, was so Titel betrifft, den groben Inhalt. Tatsächlich, das klingt total abgehoben, aber kann man mir auch nicht helfen, wenn ich nach Büchern gucke in der Buchhandlung. Da überfordere ich immer total die armen Verkäuferinnen, Buchhändlerinnen, einfach weil ich schon so genau weiß, was ich will. Und wenn ich Fragen habe, sind die so speziell, dass sie da nicht mit arbeiten können.
Jedenfalls, davon hatte ich aber gar nichts gehört. Und ich bin dann über den Buchclub auf diesen Roman aufmerksam geworden. Jemand hatte das in den Lostopf geworfen. Und jetzt haltet euch fest, warum ich das so breit trete, dass ich das nicht kenne. Dieser Roman gilt als Vorläufer für 1884. Ist es 1818? Ja, 1884, genau. Von Orwell, genauso wie für Schöne neue Welt von Huxley. Was ja somit die größten dystopischen oder utopischen Romane sind aus dem 20. Jahrhundert. Und die auch wahrscheinlich schon die meisten gelesen haben, nur meine Wenigkeit noch nicht. Und deswegen bin ich aus allen Wolken gefallen, weil sogar die Autoren selbst zugegeben haben, dass sie diese Geschichten oder diese Geschichte kennen, dass sie sich darauf beziehen. Vielleicht jetzt mal Tacheles, worum geht es hier? Es geht hier um unseren Protagonisten D503, der in einer sehr sterilen, sehr mathematiklastigen Welt lebt. Alles ist strikt organisiert, allein die Zeit, alles komplett durchgetaktet. Die Freizeit erinnert eher an politische Paraden, könnte man schon fast sagen, also marschieren in der Truppe. Das ist dann die Freizeitaktivität, was sie spazieren nennen zum Beispiel. Und es geht hier im Grunde um einen Menschen, der an ein System glaubt, jemanden kennenlernt, der ihm zeigt, hey, das System, vielleicht ist das gar nicht so das Wahre. Und das ist so die Grundidee. Und jetzt denkt ihr euch wahrscheinlich, ja, das klingt ja wie jeder Roman überhaupt, der im dystopischen Bereich geschrieben wurde. Ja, auf den ersten Blick schon. Trotzdem würde ich sagen, es hebt sich extrem ab. Allein das Ende, finde ich, deswegen ist lesenswert. Der Schreibstil ist unglaublich bildlastig. Also wirklich so viele Metaphern sind da drin und so viele Vergleiche. Und ich muss gestehen, mir war es schon zu viel, obwohl es sehr in diesen Stil passt, in diese sehr abstrakt denkende, wie gesagt, mathematische Welt. Ich habe mir ja gar nichts markiert, jetzt kann ich gar keine Zitate nennen. Es ist auch nicht meine Ausgabe, ich habe mir die ausgeliehen. Und mir hat es, also ich fand es ein bisschen schwierig, es zu lesen, wenn ich ganz ehrlich bin. Es war nicht, dass ich das Buch schlecht finde oder schlecht fand in dem Moment. Es hat nur nicht mich fesseln können. Ich fand es anstrengend, es zu lesen. Das ist ganz gut. Und das darüber sprechen jedoch war dann sehr wichtig und auch sehr gut. Also ich habe das schon häufiger bemerkt, dass gerade bei Klassikern manchmal, dass sich Durcharbeiten sich als etwas schwieriger erweist. Und es ist aber lohnenswert, weil im Endeffekt wird man ja dafür bezahlt. Man bekommt so viele Informationen und kann Querverweise finden. Und wirklich, also dieser Hinweis, dass das so das Vorbild ist für diese großen dystopischen Romane, das finde ich so faszinierend. Und umso faszinierender, dass das einfach fast keiner kennt. Also, ich bin mal so frech und sage das jetzt einfach mal so. Wenn ihr das Buch kanntet, könnt ihr mich gerne eines Besseren belehren. Dann war das nur unsere Gruppe, die das noch nicht wirklich kennengelernt hatte. Außerdem super interessant ist das Manuskript, also ihr merkt schon, ich finde so ein bisschen so die Facts drumherum viel interessanter als die Geschichte an sich, dass das Buch verboten wurde, denn das ist ein russischer Autor, der wurde verbannt und das ist dann erstmal im Exil erschienen und das Urmanuskript ist auch verschollen, also super mysteriös würde ich schon fast sagen. Hinzu kommt, dass all diese Dinge, die hier passieren, total an auch den Nationalsozialismus, an so totalitäre Staaten eben erinnern. Und er hat das einfach geschrieben, bevor die ganze NS-Bewegung entstanden ist. Also in den 20ern, meine ich, war das. Unglaublich interessant. Also falls jemand extrem begeistert ist und George Orwell liebt und genauso Aldous Huxley und eben diese beiden Werke, Schöne neue Welt und 1884, dann rate ich euch, schaut euch mal diese Geschichte an. Ich glaube, das könnte so ein bisschen den Durchblick ergänzen, beziehungsweise einfach das Bild noch komplettieren. Komplettieren? Ich weiß gerade nicht, wie viele Silben da noch drin sind in dem Wort. Genau, also deswegen, kleiner Tipp von mir an dieser Stelle. Mein Lieblingsbuch wird es nicht, aber ich bin super froh, auch das kennengelernt zu haben, einfach weil ich ja super faszinierend finde, dass das jemand vorausgesehen hat und Jahre später dann darüber gesprochen wurde, nochmal. Und die sind so viel bekannter. Und dieses Werk ist ja aus Russland. Von einem verbannten Autor, der dann auch im Exil starb, der keinen Erfolg für diese Geschichte gesehen hat. Super interessant. Und das war's auch schon. Nachgefühlt eine halbe Stunde reden, habe ich alle Bücher mal ein bisschen in die Kamera gehalten und was dazu gesagt. Kurzfassen ging anscheinend nicht, wie wir gemerkt haben, aber gut. Jedenfalls hoffe ich, ihr hattet auch so einen interessanten und vielleicht auch diversen Lesemonat. Bei mir würde ich sagen, war so ein bisschen von allem dabei, ein bisschen Fantasy, Dystopie, ja, und Belletristik. Genau. Und tatsächlich
bin ich auch schon dabei, einige andere Bücher zu lesen. Die seht ihr übrigens hinter mir. Ich habe auch aus dem Januar noch ein Buch mitgenommen in den Februar. Das seht ihr dann aber alles im Lesemonat Februar. Und ja, an dieser Stelle dann nochmal ein großes Dankeschön, dass ihr bis hierhin dran geblieben seid. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich beim Quatschen. Und wie gesagt, schreibt mir gerne in die Kommentare, was war euer Monatshighlight, vielleicht auch Monatsflop. Ich kann das jetzt gar nicht so betiteln. Also bei mir gab es keinen Flop. Bei mir gab es gute und sehr gute Bücher. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Macht's gut! Ach so, Oh no, ein Thumbnail. Nicht fallen. Ist auch gar nicht so gestellt, so ein Thumbnail. Das ist total authentisch. Nice. Nicer, dicer.